Hey ihr M-Freaks da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir starten heute mal direkt mit einem kleinen Quiz. Was hat 510 Pferdchen unter der Haube? Ist Sao Paulo gelb und hat drei Türen? Das neue BMW M4 Competition Coupé. Ihr kennt ihn ja bereits schon aus dem damaligen Vorstellungsvideo. Und wie ich das versprochen habe, eskalieren wir heute richtig und führen uns den mal fahraktiv zu Gemüte. Viel Spaß! In diesem Part heute gehen wir lediglich auf diese Komponenten ein, die ausschlaggebend für das Fahrverhalten des neuen BMW M4 sind. Sprich Fahrwerk, Motor, vielleicht auch Motorsound und ja, meine persönliche Meinung. Was unterscheidet denn den hier vom M3 oder von unserer generellen M-Palette? Alle weiteren Details haben wir bereits geklärt, also was der alles bietet, ausstattungstechnisch. Das ist genau das Auto vom damaligen Video, also schnuppert da doch gerne mal rein. Hier oben blende ich das Ganze ein. Wir starten mal direkt. Hört mal hin. Ein wunderschöner Sechszylinderklang. Jetzt noch recht introvertiert. Aber hier mit unserem Schnell-Setup, das kennen wir übrigens auch schon vom BMW X5 M Competition, das habe ich oft genug schon gezeigt, können wir drauf gehen und den Motor direkt mal auf Sport oder auf Sport Plus einstellen. Jetzt hört mal her. Ich hoffe, man hört das. Wesentlich lauter. Okay, liebe M-Freaks, wir befinden uns auf den ersten Metern unserer Tour. Und ich muss sagen, ich schaue gerade über eine Sao Paulo gelbe Motorhaube und das gefällt mir schon echt gut. Ein BMW M darf ja bekanntlich extrovertiert sein, gerade was seine Farbauswahl betrifft. Sollte euch das dann doch eine Nummer zu heftig sein, den gibt es auch in anderen schönen Farben. In Schwarz, Weiß oder auch in Anthrazit. Euch sind keine Grenzen gesetzt bei der Farbgestaltung und wir fahren das Auto jetzt gerade noch schön warm. Und was eignet sich da schön? Ein kleiner Crashkurs in Sachen technische Daten. Wir sitzen gerade im Competition-Modell mit 510 Pferdchen unter der Haube, einem Hubraum von 2993 Kubik und einem Leergewicht von 1800 Kilogramm. All dies führt uns dann zu einer Geschwindigkeit von 3,9 Sekunden von 0 auf 100 und eine Vmax von 250 km/h ab Werk. Sollte euch das nicht reichen, es gibt ein M-Drivers Package, dann haben wir 290 als Vmax. Auch was Feines. Jetzt kommt aber der Clou und meiner Meinung nach ein sehr wichtiger Punkt in Sachen Entscheidungsfindung beim M-Modell. Es gibt beim M4 auch die Normalvariante. Die hätte dann 480 PS, auch 2993 Kubik und ein Leergewicht von nur 1775 Kilogramm. Woher kommt das, dass wir da 25 Kilo einsparen? Liegt daran, dass es diese Normalvariante auch als Handschaltvariante gibt und das spart dann an Gewicht ein. Das Automatikgetriebe wiegt da einfach dann ein bisschen mehr. Müssen wir mit einkalkulieren, aber das ist auch so diese Charakteristika von der neuen Variante, dass wir da einfach die Entscheidung noch haben zwischen Automatik oder Handschaltung. Ich mag Handschaltung, muss ich offen und ehrlich gestehen und bin auch mal gespannt, wie der sich fährt. Der hier hat jetzt die Automatik, weil wir im Competition sitzen. Für einen Sprint von 0 auf 100 braucht dann die Normalvariante 4,2 Sekunden. Lässt sich aber auch auf jeden Fall sehen. Und alles, was ich jetzt erzählt habe, gilt übrigens auch für den neuen M3. Den gibt es auch als Competition- und Normalvariante. Cool, und jetzt legen wir los. Gehen wir doch mal zuallererst auf das neue Design und die Aerodynamik drauf ein. Es handelt sich hier um ein zweitüriges Hochleistungs-Sport-Coupé im BMW-Fachjargon. Und zwar mit M-spezifischen Ausprägungen in Sachen Front-, Seiten- und Heckbereich. Cool. Aerodynamisch gesehen haben wir da dann auch wieder ein ausgefeiltes Gesamtkonzept, gerade was die neuen Proportionen am Kühlergrill betrifft oder auch die ganze Silhouette. Da dann auch nochmal die Überarbeitung. Wir sind ja mittlerweile in der G-Modell-Reihe. Beim Thema Lenkung, da haben wir eine sehr direkte, aber auch präzise variable M-Lenkung mit EPS in zwei Stufen abregelbar. Das heißt Servotronic mit Unterstützung. Das ist auch so eine kleine Neuerung, das gab es davor noch nicht in dieser ausgeprägten Form. Dann habe ich hier auch schon wunderbar in der Hand mein neues M-Lenkrad, auch mit neuen Designeinheiten, alles in Vollcarbon mit der Lücke unten drin und meinem M1 und M2 Wahltaste exklusiv für BMW M. Schaltwippen aus CFK-Gewebe, auch in Carbonoptik. Ein echter Augenschmaus. Ja, und da haben wir da dann, wie gesagt, auch viele verschiedene Möglichkeiten, uns das einzustellen. Es gibt auch M-Performance-Lenkräder. Bei Fragen dazu gerne vorbeikommen. Wir helfen euch gern weiter. So würde das jetzt aber aus dem Werk rausgerollt kommen. Jetzt haben wir ja die Lenkung soweit durch. Fahrwerkstechnisch und auch Fahrwerkdynamikmäßig haben wir dann eine ganz andere Auslegung als in den Vorgängern. Das heißt, wir haben ein M-Fahrwerk mit anwählbaren Fahrdynamikprogrammen
Und zwar von komfortabel bis hin zu sportlich und supersportlich. Und das dann in 3 Stufen. Wie das gleich geht, zeige ich euch dann im System, selbstverständlich. Aber es ist nichts Neues von der Stange. Wir haben das bereits schon im X5 mal vorgestellt, fahraktiv. Hier oben auch nochmal das Video dazu. Oder auch aus dem M8 von der M-Drive Tour 2020. Ja, und für diese optimale Fahrpräzision und dieses angepasste Zusammenspiel dieser Lenkung, Federung und Dämpfung, ja, da können wir dann eigentlich auch unser Programm mit einstellen. Ganz, ganz wichtig. Wir haben M-Dynamische Stabilitätscontrol, die ist mit integriert, und zwar im DCI, und 2 verschiedene Bremskennlinien. Und die sind dann auch mit dem neuen M-Dynamic MDM ausgestattet, anstelle dynamischer Traktionscontrol, DTC. Auch wichtig zu wissen für unsere BMW M-Freaks, gerade was diese Fahreigenschaften des neuen Ms betrifft. Und ich muss schon sagen, der liegt schon auf jeden Fall gut. Mein persönlicher Eindruck zum Vorgänger: Er fährt wesentlich stabiler als der Vorgänger, tendiert eher weniger zum Heckausbrechen, gerade wenn ich alle Fahrassistenzsysteme eingeschaltet habe. Und man merkt einfach diesen technischen Fortschritt, gerade in Sachen Fahrverhalten, auch diese Laufruhe. Es ist ein viel besserer Mischmasch aus extremer Sportlichkeit, aber auch dieser Komfortgedanke, der nochmals ausgeprägter in diesem Auto stattfindet. Und ja, das gefällt mir einfach recht gut. Und jetzt besprechen wir gleich noch die nächsten einzelnen Komponenten. Nächstes Thema, Motorsound. Wie klingt er denn? Ja, er klingt sehr ausgewogen, gerade im oberen und im unteren Drehzahlbereich. Der wird dann allerdings noch von unserem neuen Active Sound Design unterstrichen. Aber wir haben noch ein natürliches Motorengeräusch. Das heißt, hier über die Lautsprecher wird dann der Sound nur minimal verstärkt. Und ja, es klingt einfach wunderbar. Hört mal her. Das ist doch mal BMW M, wie man das haben will, oder? Ein schöner, schöner 6-Zylinder-Klang. Und das macht einfach Spaß. Ihr braucht gar kein Radio mehr. Der Auspuff reicht. Ja, und was braucht man dann für einen guten Motorklang? Auch einen guten Motor, und den hat BMW M auf jeden Fall verbaut. Das wäre, genau gesagt, der neue 3-Liter-6-Zylinder TVDI-Motor. Und der ist einfach nur effizient. Sowohl im Kraftstoffverbrauch, aber auch im Klang, in seiner Sportlichkeit, in seinem Ansprechverhalten, alles, was uns da so wichtig ist. Die Leistungsentfaltung ist einfach viel kraftvoller und noch spontaner als beim Vorgänger und natürlich auch linear, auch ganz wichtig. Wir haben 3 wählbare Motor-Dynamik-Control-Programme, von Efficient über Sport bis hin zu Sport Plus. Das zeige ich euch, wie versprochen, gleich noch im Setup. Und der Competition-Motor ist dann auch noch mal ein bisschen, ja, aufgeputscht auf 510 PS, 375 kW wären das dann, und somit dann auch noch mal um 0,3 Sekunden schneller als die Normalvariante. Den gibt es ja jetzt auch übrigens seit kurzer Zeit erstmals im M4 Cabrio als Allradantrieb, dann wären das nur 0,7 Sekunden von 0 auf 100. Sorry, den gibt es noch nicht, der kommt noch. Aber da kommt auf jeden Fall noch was. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema, und zwar unser neues Getriebe oder auch unsere Kraftübertragung. Wir haben ein M-Automatikgetriebe hier mit der Drive Logic, die kennen wir auch mittlerweile schon. Und das kombiniert einfach unseren Hinterradantrieb oder auch unseren BMW M-Allradantrieb. Jetzt spreche ich nochmal vom Cabrio. Und das macht einfach Freude. Und man merkt es auch in jeder Sekunde, in der man damit fährt. Und diese Antriebsart wäre dann natürlich auch wieder voll variabel zwischen Vorder- und Hinterachse. Und wir haben da auch diesen Normalbetrieb, besser gesagt Standardbetrieb. Und so können wir das Fahrzeug dann auch in sämtlichen Extremsituationen bewegen. Das heißt, wenn es auf die Rennstrecke geht, dafür ist er gewappnet. Aber euch steht auch kein Problem im Wege, wenn es mal in ein Schneegebiet geht, in den Urlaub. Dafür haben wir dann die Allradvariante mit am Start. Ihr seht, ihr kriegt ein sehr sportliches Auto geboten, was aber auch stets diesen Alltagsgedanken erfüllt. Normal freut man sich ja nicht über den Stau, aber jetzt stehen wir schönerweise mal in einem drin. Und wie ihr sehen könnt, den gibt es übrigens auch hier mit großer Fahrassistenz. Wir haben hier den Driving Assistant Professional mit am Start. Das heißt, autonomes Lenken bei eingeschaltetem Tempomat. Er hält die Distanz hier zum Vordermann. Er beschleunigt, und das müsste er mir gleich hier in Gelb auch anzeigen, wenn ich wieder die Hände ans Lenkrad machen sollte. Das könnte jetzt sogar noch ein paar Sekunden länger rauszögern, und das wird dann irgendwann auch rot. Ich will euch einfach jetzt nur mal aufweisen, dass ihr auch relativ viel Ausstattung in dieses Auto packen könnt. Hände ans Lenkrad und weiter geht's.
Und man sitzt dann auch einfach, während man das macht, in diesem Carbon-Schalensitz drin. Das muss man sich dann auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die sind nämlich sonderausstattungsbedingt dann mit dabei im Carbon-Package. Serienmäßig käme dann eine andere Sitzart zum Vorschein. Aber ich finde ihn einfach cool. Klar, man sitzt wesentlich härter als in dem anderen Sitz drin. Aber ich könnte mich dran gewöhnen. Ist natürlich Geschmackssache, wenn ihr die Möglichkeit habt, setzt euch doch mal am liebsten selbst mal rein. Und dann könnt ihr für euch rausfinden, ist es was für euch oder geht ihr lieber auf die andere Sitzart. Mein Fazit zum neuen BMW M4 Competition. Ihr erhaltet ein sehr facettenreiches Auto in jeglicher Hinsicht. Das heißt in Sachen Sportlichkeit, Komfort, aber auch in Sachen Design. Technik und Innovation lässt grüßen. Ihr fahrt ein sehr markantes, einzigartiges Auto. Gerade an der Niere, wir sind direkt zu erkennen. Ich habe es jetzt auch beim Fahren gemerkt. Es ist halt ein echter Eyecatcher. Die Leute müssen schon zweimal hingucken, was da jetzt gerade angerollt kommt. Viele rechnen auch gar nicht mit so etwas. Also mir gefällt das auf jeden Fall echt gut. Wir haben genau die richtigen Steps gemacht mit dem neuen BMW M4, gerade in den von eben genannten Sachen. Und ja, wenn nicht, überzeugt euch einfach selber. Aber ich denke, das müssten Argumente genug sein. Geil. Einfach nur geil. Wunderbar. Zu guter Letzt gehen wir jetzt noch mal ganz kurz aufs neue BMW M Setup ein. Wir frischen es nur auf, denn wir erfinden das Rad im Grunde nicht neu. Es ist das allseits bekannte Setup. Wir stellen das so ein wie auch im M8 oder auch im X5M, alles gleich. Wir gehen hier vorne aufs K und das zweite von oben wäre dann schon unser M-Menü. Da habt ihr dann auch schon diese wunderbare Übersicht, wo ihr dann das M1 oder auch euer M2 konfigurieren könnt. Das wären die roten Tasten hier vorne am Lenkrad. Da können wir uns dauerhaft Konfigurationen einstellen. Zum Beispiel diese einzelnen Komponenten, wie ihr das gerne hättet. Gerade auch mit Fokus aufs Getriebe, denn da gibt es jetzt mittlerweile 6 Stufen. Vom D1 bis hin zum S3. Wobei das S3 dann wirklich die sportlichste Variante wäre, was die Schaltzeiten und auch das Schaltverhalten angeht. Unser Head-Up-Display können wir einstellen, Instrumentenkombi, alles mit am Start. Ich hätte es fast vergessen, beim M1 haben wir jetzt neuerdings auch die Möglichkeit, unsere M-Traction Control einzustellen, also wie sich das Fahrzeug gerade auch in einer Schräglage verhalten darf. Darf er über- oder untersteuern? Euch steht die Welt ganz offen und ihr könnt den Wagen auf den Zentimeter fast genau einstellen. Mega! Sollte euch das zu viel sein und ihr wollt das jetzt nur mal kurz und knackig einstellen, haben wir natürlich auch hier nach wie vor unser Schnell-Setup. Einmal drauf gedrückt, so sehe das dann aus. Und da könnten wir das dann jetzt auf die Schnelle einstellen. Das speichert sich nicht dauerhaft mit ein. Bei jedem Fahrzeug Neustart startet das dann alles im Efficient oder auch im Comfort. Dann ebenfalls unseren M-Mode, der ist auch mit am Start. Ich habe ihn jetzt einmal gedrückt. Die Grafik hier vorne ändert sich direkt ab, weil wir ins Sport reingehen. Und da wird einfach dieses Gesamtpackage dann nochmal unterschiedlich gestaltet. Schaltzeit liegt jetzt gerade bei 1. Dreistufig könnte ich die jetzt aber auch ganz schnell hier über den Drive Logic Schalter auf 3 hochschalten. Und ihr habt es gerade wahrscheinlich mitbekommen. Er hat jetzt minimal hochgeschaltet und sitzt jetzt nochmal wesentlich knackiger dran. Und das macht meines Erachtens nach diesen M dieses Mal so speziell und auch so präzise. Ich kenne kein anderes Auto, was auf den Zentimeter so genau einstellbar ist. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Und ja, wir sammeln jetzt gleich nochmal einen Fahreindruck von der Autobahn, führen uns nochmal die Beschleunigung zu Gemüte und dann war es das auch schon. Auch das Tolle bei den neuen Competition-Modellen. Mich überzeugen die ja immer wieder, sowohl optisch als auch haptisch. Allein das Napperlederlenkrad, was ich hier gerade in der Hand habe, mit den neu designten Schaltwippen. Das ist total toll gemacht, weil egal wie ich hier die Handstellung habe, ich komme so gut wie immer an die Schaltwippe, das heißt auch bei jedem Lenkeinschlag. Das Ganze sowohl ergonomischer als auch innovativer gestaltet. Und die Displays nach wie vor echt cool gemacht. Ich habe hier jetzt den Sportmodus drin, also alle nötigen Informationen von der Temperatur bis hin zum Drehzahlmesser oder auch die Newtonmeter und PS, die er gerade auf die Straße bringt. Ich habe euch auch mal die Sportanzeigen jetzt mal aufgemacht. Da seht ihr das. Ich gebe mal kurz Gas. Schaut mal her. Jetzt zeigt er mir an, was ich in den letzten Sekunden PS-technisch und Newtonmeter-technisch auf die Straße gebracht habe, merkt sich das hier in Rot vor und dann irgendwann geht das wieder auf die Ausgangsposition zurück. Und jetzt kommt der Clou. Von der Rennstrecke geht es direkt auf den Geschäftsweg. Ein Knopfdruck zurück, nochmal zurück. Wir sind direkt wieder im Hauptmenü. Wir können
auf Setup gehen, den Motor auf efficient, komfortabel gestalten. Und jetzt hört mal hin. Klar, Sportlichkeit ist immer da, ist immer ein bisschen lauter, als wie man das so gewohnt ist. Aber nun kann ich mir auch vorstellen, 600 Kilometer nach Hause zu fahren. Übrigens, durch den Sportmodus habt ihr jetzt vorne im Head-Up auch diese Drehzahlmesseransicht drin. Alles mit einem Knopfdruck und das feiere ich ja immer bei BMW, diesen intuitiven Hintergedanken. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal zurück auf Sport Plus. Denn wir sind jetzt gerade auf der Autobahn und jetzt testen wir nochmal kurz den Sprint. Wir sind gerade bei Tempo 100. Wir sind in der Automatik, wir arbeiten jetzt ohne Schaltwippen. 140, 50, 70, 180, 90, 200. Ich glaube, ich muss nicht mehr viel zu sagen. Für ein schönes Wochenende sollte mit dem Auto auf jeden Fall gesorgt sein. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Und nun wünsche ich euch einen guten Start in die nächste Woche. Schönes Wochenende, Leute.